Hallo zu einem neuen Video. Wir sehen uns heute an, wie du eine Sortierung nach Länge in Excel durchführst. Bevor wir starten, bitte diesen Kanal jetzt abonnieren, damit ich noch mehr Videos anbieten kann und bedanke mich sehr herzlich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Vielen Dank. Und jetzt starten wir los. Wenn du die neue Version von Microsoft Excel verwendest, hast du zusätzliche Sortierfunktionen, die das Sortieren nach Textlänge wirklich einfach machen. Sehen wir uns dazu ein Beispiel an, und zwar habe ich hier vor uns eine Excel-Datei, der sich in der Spalte C etliche Namen finden und die Überschrift lautet Namen. Und zwar in dieser Spalte möchte ich basierend auf der Länge dieser einzelnen Namen eine Sortierung vornehmen. Wie kann ich das durchführen? Dazu können wir uns mit einer neuen Funktion in Excel bedienen. Zunächst trage ich hier noch die entsprechende Spalte ein und wechsle nun in den Befehlsmodus. Und dieser Befehl lautet Sortieren nach. Und mit diesem Befehl kann ich dann im ersten Parameter den entsprechenden Bereich angeben, in diesem Fall C6 bis C32. Als nächsten Befehl gebe ich dann die entsprechende Anweisung, dass die Länge von diesen Namen berücksichtigt werden soll, beziehungsweise die Sortierung auf Basis der Länge durchgeführt werden soll. Und zu guter Letzt gebe ich nun an, ob die Sortierung aufsteigend oder absteigend sein soll. In diesem Fall aufsteigend. Nun kann ich mit Enter den Befehl ausführen und wie wir sehen, werden die Namen entsprechend mit der kürzesten Textlänge ganz oben angezeigt und der Name mit der längsten Textlänge wird ganz unten angezeigt. Wichtig, da es sich um eine Array-Formel handelt oder Matrix-Formel handelt, wird das Ergebnis überlaufen und in Zellen unterhalb der Zelle angezeigt, in der die Formel eingegeben wird. Sehen wir uns noch kurz an, wie die Formel im Detail funktioniert. Zunächst gibt es im ersten Bereich die Matrix, also sozusagen jener Bereich, der sortiert werden muss. Das sind bei uns die Namen in Spalte C, basierend auf der Länge des Namens. Als nächstes gebe ich den Hinweis für diesen Befehl an, nach was sortiert werden soll. Und in diesem Fall ist das Kriterium die Länge von diesem Datenbereich. Und zu guter Letzt, wie vorhin erwähnt, kann ich noch die Sortierreihenfolge angeben, ob 1 aufsteigend oder absteigend. Abschließend noch ein paar wichtige Hinweise. Das Ergebnis dieser Matrixformel hat den Nachteil, dass keine Zellen geändert oder gelöscht werden können, die das Ergebnis der Formel enthält. Du kannst zwar das gesamte Ergebnis löschen, aber bestimmte Elemente im Ergebnis kannst du nicht bearbeiten oder löschen. Wenn ich hier versuche, diese einzelnen Namen zu löschen, erhalte ich eine Fehlermeldung bzw. wird keine Löschung durchgeführt. Als weiteren wichtigen Punkt ist bei der Eingabe von der Formel zu berücksichtigen, dass die Zellen darunter einen Überlauf ausgesetzt sind. Das bedeutet, wenn ich bei dieser Formel das herausnehme und hier beispielsweise eingetragene Werte habe, führe nun diesen Befehl aus, erhalte ich eine Fehlermeldung, dass hier Werte vorhanden sind und diese nicht überschrieben werden. Wenn ich das löschen möchte oder beziehungsweise die Lösung liegt darin, diese Werte zu löschen und erhalte dann anschließend, wie gewünscht, das sortierte Ergebnis. Wie ihr seht, könnt ihr damit eine Menge Zeit im Arbeiten mit Excel euch ersparen, und wenn du Fragen hast, werde ich versuchen, dir zu antworten,
und würde ich mich sehr freuen, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute und ganz viel Erfolg.